Ja, wie in jedem Jahr führt auch diesmal der Adlerzug als erste Eisenbahn in Deutschland unsere Parade an. Die Lokomotive Adler wurde in England bei der Lokomotivfabrik George Stephenson in Newcastle bestellt. Sie gelangte auf dem Seeweg bis nach Köln. Dort wurde sie in Einzelteilen zerlegt, auf Pferdefuhrwerke bis nach Nürnberg transportiert. Dort wurde die Lok unter Aufsicht des ebenfalls aus England stammenden Lokomotivführers William Wilson zusammengebaut. Am 7. Dezember 1835 fuhr zum ersten Mal ein Zug von Nürnberg nach Fürth. Damit war der Grundstein der deutschen Eisenbahnen gelegt. Nebenbei sei bemerkt, dass die Schienen für die Ludwigs-Eisenbahn aus unserer Heimat stammen, nämlich aus Neuwied. Die Firma Rémy bei Rasselstein lieferte die ersten Eisenbahnschienen für die Ludwigsbahn. Ja, ich will ja jetzt gleich verwahrt von den Kurven. Ich? Ich hab einen ganz hohen. Einer ist für die Erde. Guck mal, hier kannst du mal gucken. Sollen wir noch heutzutage mit einführen? Genau, jetzt kannst du Bildschirm machen. Das ist so wie das Posing am Laufsteg vorne, ne?